bin Stella von Feder und Foto. Möchte ich heute über ein Thema sprechen. Es geht um amerikanische Fenster. Wundert euch nicht, dass es draußen bereits dunkel ist. Ich habe versucht, dieses Video schon tagsüber zu machen, aber das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil das Licht von außen reinkam und ich einfach nicht so viel Licht drinne in dem Haus habe, um das komplett auszuleuchten, um den Gegenpol darzustellen. Also das heißt, ich war immer dunkel. Deshalb zum Abend hin und ja, und das spiegelt sich wahrscheinlich auch ein bisschen, aber ich glaube, das ist nicht kriegsentscheidend. Das Wichtigste, das werdet ihr gleich sehen. Eine Freundin hat mich auf die Idee gebracht und ja, dann will ich euch heute mal zeigen, wie das ist mit dem amerikanischen Fenster. Es ist ein komplett anderes Modell. Also in Deutschland ist man das ja gewohnt beim Fenster, man hat hier einen Griff in der Mitte und wenn man den Griff nach oben drückt, dann kann man das Fenster kippen. Wenn man es zur Seite macht, dann kann man es öffnen. Und wenn man es nach unten macht, dann ist das Fenster geschlossen. So ein System habe ich hier in den USA, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also die Fenster, die ich gesehen habe, sind zweigeteilte Fenster. Die sieht man ja auch in typischen amerikanischen Filmen und Serien und so weiter. Denn des Weiteren, was ich gesehen habe, was ganz oft ist, dass hier so eine Maserung drin ist, aber das ist Glas darüber von beiden Seiten. Das heißt, es ist in das Glas reingefasst, so ein schönes Gitter, dass es noch gemütlich und schön aussieht. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Hier oben habe ich zwei Hebel, da kann ich öffnen und dann kann ich die hochschieben. Und hier ist ein Fliegen- oder ein Mückengitter drin, weil hier in New Jersey oder relativ viel an der Ostküste ist Sumpfgebiet. Es gibt unheimlich viele Mücken im Sommer und im Frühling und auch im Herbst. Und um frei zu bleiben von Mückenstichen, hat so gut wie jedes Fenster, also zumindest in unserem Haus und ich glaube auch von allen Häusern, die ich bisher gesehen habe, haben die Mückengitter. So, ich kann aber auch den oberen Bereich öffnen. Hier habe ich jetzt aber kein Fliegengitter, also da kann ich komplett ausgreifen. So, und dann wieder zumachen, hier unten an dem Bereich, da kommen die zusammen und dann kann ich im Prinzip wieder schließen. Jetzt ist die große Frage, wie mache ich so ein Fenster sauber? Also mich hat das am Anfang auch ein bisschen gewundert und wie geht das? Also jetzt zeige ich das mal. Wir öffnen. Man sieht mich jetzt meistens von hinten. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ich hebe das ein bisschen an und dann habe ich hier jeweils an der Seite so zwei kleine Hebel. Und die öffne ich. Und oh Wunder, das Fenster klappt nach vorne. Also es ist hier an Gelenken links und rechts festgemacht. Und hier kann ich dann im Endeffekt schön drüber sauber machen. Und man merkt auch, also was würde ich sagen, das sind anderthalb, zwei Zentimeter starkes Fensterglas. Also es liegt ganz schön. Und das Gleiche kann ich auch hier oben machen. Mache ich ein bisschen runter. Hier habe ich auch jeweils ein... So, und dann kann ich das genauso runter machen und kann das jetzt auch reinigen und sauber machen. Aber auch beide, die wiegen relativ viel. Also ich finde das System recht cool, aber dadurch, dass ich das nicht kenne, habe ich so ein bisschen Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. So, das Gleiche dann wieder hoch und dann klappt das auch. Also ich muss das jetzt den Hebel irgendwie nicht festmachen, das klappt gleich. Das Gleiche auch hier, ich schiebe das mal ganz hoch und lasse das dann einklacken. Es geht runter, hier versetzt das Heuferring nochmal und dann kann ich es wieder normal schließen. Also eigentlich fantastisch, ja, dass ich so die verschiedenen Möglichkeiten habe. Und ja, also ich finde es lustig. Das war das Mini-Video zum amerikanischen Fenster. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich über deinen Daumen nach oben und natürlich dein Abo. Und ja, wenn du noch mehr sehen möchtest zu amerikanischen Besonderheiten, dann geh einfach mal durch meine Playlist und da gibt es noch weitere Videos
zu unserem Leben hier in den USA und zu den Dingen, die wir hier erleben und die vor allem anders sind. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.